So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und mit Far Cry 5. Was ist das? So, wir hatten gestern. Oh, die Sache hat was zu sagen. Ich muss erstmal ein Prepper-Versteck abholen. Dank dir sind wir immer noch hier. Ja, ist doch schön, oder? So, was? Quatsch, reden soll's mit der blöden Kuh. Die Whitetails brauchen mehr Ausrüstung und bei der Bergungsstätte gibt es noch brauchbaren Kram. Lass uns rübergehen und ihn holen, sonst kommen uns die Peggys zuvor. Rettungsrieten. Was soll ich sagen, Assa? Danke. Wo bist du denn? So. Okay. Die Schlampe haben wir außer. Ja, die haben wir. Ja. Sie ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Was? Moonflower Trainingspark? Ne, Trailerpark. Ne, ich will hierher. Ich will hierher, dass wir hier rüber können. Holland Valley. Ins Holland Valley. Ich hab was im Bein. Nervig. So. Irgendjemand da, den wir erschießen können? Ne? Dann endlich. So, hier haben wir das. Da haben wir jenes. Und hier haben wir dieses. Achso, warte mal, ich wollte erst mal gucken hier. Ich wollte erst mal gucken hier. Luftangriff Kills. Ach, der Luftangriff gibt es auch. Takedown. Ach, da fehlen mir noch drei. Drei Takedowns fehlen mir noch. So, da steht das vermutlich auch hier. Okay. Oh, da ist eine. Tipp geben. Ich habe gehört, wie einer von den Stricklands meinte, er müsste mit den Typen am Aussichtsturm über du weißt schon was reden. So wie ich die Stricklands kenne, kann du weißt schon was nur Waffen bedeuten. Aha. Das glaube ich, wurde gerade hier von Geballer. Ach, das ist ein Elch geschossen. Alles klar. So. Freund oder Feind? Freund. Aber wie die Brücke nachher bei Far Cry New Dawn aussieht, gell? Wie sie jetzt aussieht. Von uns an. Wie das jetzt hier auch unten aussieht. Jetzt ist alles rot, nachher ist alles pinkfarben. Dann wird wieder was, wie wenn da ein Schwein grunzt. Ah, was haben wir hier? Das ist so eine Straßensperre. Okay, da war eine Straßensperre. Haben wir hier? Was wird wieder aufhören hier? Leute durch die Pampa zu kutschen. Okay. Machen wir erstmal den Turm hier. Also Quatsch, den Dings hier platt. Okay, weg war er.
Wieder ein Rummotzen und sowas. Och, guck an. Da will ich noch rummotzen. Das ist nur. Das kann ich wohl gar nicht leiden. So. Oh nee, das wird die falschen. Nein, ach Mann, was macht ihr denn? Oh verdammt. Ach, ich hab mich Tee vergessen. Ach, nehme ich auch noch einen Moment, Leute. Aber erstmal trinke ich was. So. Was war das jetzt? Das ist 6, gell? Oh Scheiße, ach Mann. Ach, so ein Quatsch. Ich wollte noch eine hinlegen. So ein Quatsch. Ist das Ding in die Luft geflogen? Ich wollte gerade noch eine hinlegen. Wie bei Allianz-Dingern. Keine gute Idee. Dann wird der selbst ausgelöst. Naja, passiert halt auch mal. Wo sind wir jetzt? Ich bin jetzt hier gelandet. Was mache ich denn hier? Wenn ich nicht schon einen Punkt hinmachen kann. Na okay. Krallen wir uns halt ein Prepper-Versteck. Hier drüben. Ach, die Boomer muss man erklären. Oder machen wir erstmal diesen Boomer hier. Sägewerk. Oben gibt es ja auch noch einen. Ach, das sind White Hill Mountains. Nee, wisst ihr was, ich mache hier erstmal hier ein paar Sachen. Hier, wer ist das hier? Ach, freundlicher Luftraum, das müssen wir ja auch noch machen. Haben wir irgendeinen Hubschrapp-Schrapp? Hier gibt es Hubschrapp-Schrapps, hier gibt es welche. Gib mir den mal her. Ach, bin ich ein Vollidiot. Haut da das Ding hin und will noch eine zweite daneben legen. Eine zweite Ladung für jedes Auto eine. Ja, gut gemacht. Toll. Clever. Fee, du Schlampe, du bist tot. Ich habe schon da Erststücke aus dem Wanst rausgeballert. Hau die und den und jenen. Oh, gut. Prepper? Oh, hey, wir haben den Notruf gehört, kurz vor dem Absturz. Klang, als hätten sie wertvolle Fracht an Bord. Wir sollten uns das ansehen, bevor die Peggys da sind. Beeilen wir uns. Ein Scharfschütze. Naja, gut. Nee, hier. Na, noch nicht frei. So, Beute haben wir keine zu verkaufen. Ammo müsste voll sein. Okay, dann hier weg. Du hast die Hubschrauber, bla bla, irgendwas. Ach ja. Hier wieder niederlassen. Auch damit. So. Wo war das jetzt? Ach, das war hier drüben. Ach, das ist ja ein weit weg. Noch irgendwas zwischendrin. Moonflower Trailer Park. Na gut, machen wir erstmal hier. So, was sagt sie? Bla bla bla, wurde er gestohlen, finden sie ihn, töte alle verräterischen Pilotinnen, mit denen sie einst befreundet war. Ach, die war mit dem befreundet, warte mal. Da kann man F folgen. Ist einfach, da sehen wir das wenigstens. Okay. Vielleicht finden wir ja auch noch unterwegs und so ein scheiß Drogenboot. Ach, Prepper. Ach, Scheiße. Na gut, sagen wir mal Hallo bei dem Prepper hier.
großer. Und sie. Sprich mit mir, blöde Kuh. Es heißt, ein paar einheimische Pyromanen wollen gegen die Sekte kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten Buswrack campen. Ist nicht weit. Naja, sonst sieht sie nicht aus. So, Spiel mit dem Feuer. Oh, scheiß Baum. So, machst du mal hier. Weil ich dann, was da am Steuer sitzt. Okay, Nummer 2. Hier oben. Hey Schatz, nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen! Ah ja, nur ich bleib, Schnecke. Nur keine hat's hier. Nein, einfach alles ab, was ich hier, was nicht pink angestrichen ist. An Hubschraubern. Und dann klauen wir das Teil. Was begibt dich zum Ausguck? Was für ein Ausguck? Na gut. Ey, das war doch gerade ein Sackgesicht, ne, oder? Ne, das war einer von unseren. Wobei hier ist gerade ein Prepper-Versteck. Ach, drauf geschissen, komm. Aber das ist irgendwie ein Berg hier oder was. Doch später mal herfliegen. Ein bisschen ärgern hier. Und Raketen einhalten. So, hier haben wir runter hier. Upside down. Bin beim Ausguckt. Ach, hier nehmen wir mal halt rückwärts. Wenn du den Bastard findest, warte, bis er gelandet ist. Und dann reiß diesem Schweinehund den Arsch auf und bring meine Tulip nach Hause. Tu bloß meinem süßen Heli nicht weh. Da ist da unten, gell?
Oder der landet da unten. Ach, wenn ich das Gedudel hier schon wieder, das irgendwie Jugend schon wieder höre. Ich hasse das nicht, ich habe das Lied schon immer gehasst. Bäume weg zu rasieren. Ich glaube, der landet hier. Was finde vom Aussichtspunkt? Ach, da leckt mich doch am Arsch. Jetzt soll ich schon diesen Aussichtspunkt wieder rauf. Erst schreiben sie im Suchgebiet und dann soll ich ihn vom Aussichtspunkt ausfinden. In der Zwischenzeit ist das Ding sonst wohin geflogen. Wo ist der scheiß Aussichtspunkt? Hier war schon gut, ja? Hier. Was ist da unten? Da ist er doch, Mann. Toll. Jetzt fahr ich wieder runter. Ganz offensichtlich der Pilot. Wo ist der Hubschrauber? Übernimmt. Moin Leute, bin da, wer noch? Auch noch ein Prepper-Versteck hier. Naja, egal, komm. Zum Yachthafen, genau. Meine Tule, ja? Und falls du unterwegs was siehst, was dir nicht gefällt, dann lass ruhig die aufmontierten Geschütze sprechen. Die Dinger haben mehr Bums als ein Elchenbrunst. Die haben auch nicht mehr Bums wie meiner. Gut, fast getroffen. War ein bisschen breiter das Tor, wie gedacht. Da unten, wo unten? Ist hier irgendwo ein Arschloch? Oh Scheiße, muss doch jetzt Straße. Ah, Fluss ist besser. Ach, hier. Anfängt Eier zu legen hier, das nimmt man aus der Landschaft.
Einfach mal da oben sehe ich vielleicht mal so eine verschissene Kirche noch, gell? Wo sind wir hier eigentlich? Ja, wir sind hier im, ja. Hier müsste ich vielleicht mal noch lang duckern. Oder nehme ich meinen eigenen Hubschrauber. Das sieht doch aus, wie wenn hier Kirschen wachsen könnten. Die Schreine heißen hier. Ups. So. Mal runter. Das jetzt? Ah, Scheiße. Wie hat man jetzt umgesch... Ach, warte mal. F? Nee. B? Lass das mal, ihr Arschlöcher. Nee. Nee. Wo hat man die Munition hier bei den Scheißteils? Das waren gerade die Flares, die ich rausgehauen habe. Warte, die sieht auch nicht freundlich aus. Und du da hinten auch nicht. Lauf, Schweinchen, lauf! Mann. Du willst ja echt wissen, oder? Hat man denn jetzt die scheiß Munition wieder umgestellt? So, scheint keiner mehr da zu sein. Warte mal, wie waren das jetzt? Ach, guck mal mit Optionen. Tastatur, Maus, Hubschraub. Waffe wechseln, Minus. Nee. Oder doch Minus. Nee. Das Minus? Nee, also das kann nicht sein. Nee. Waffe wechseln. Nee, nochmal klötzen. Tastaturmaus. Ach Gott, vier Hubschraub. Freies Umsehen ist klar, schießen, ein aus, stehen. X könnte es noch sein. Ach nee, X ist ja. Ach so, X. Wir sind hier kein X. Hä? Da hast du zwei Munitionsarten drinne. Minus, oder ist das, wo ich drauf gedrückt habe? Nee, da haut der Flares raus. Ich stehe es ja auch hier.
Also wenn er hier, hinschaut, da wo jetzt das D ist, das ist dunkelgrün. Und da kann man die Flares ab. Und darunter Flares. Und normalerweise muss der Schalter, müssen beide Schalter oben sein. Warte mal, ich mache nochmal X hier. Nee. B. N. Oh, was ist M? Was ist M? Nehmen wir bisschen schauen. Ah, na sag mal, wie stelle ich denn hier diese verschissenen auf Raketen um? Ja, ach, auf R. Nee, hat er auch nicht umgeschaltet, hat er bloß voll gemacht. Hat er bloß geladen, hat er einen Haufen Geld ausgegeben. Hm? Nee. Ja, T. T. Z. Ach, naja. I. Ach, was ist denn I? Was ist denn jetzt los? Zurück. I. O. Ich weiß, das geht irgendwo. Ich weiß nicht mal wo. A, B, C. A. F. Nee, F ist ja. G ist ein Granaten. Na, sag mal, muss doch. Was ist denn jetzt J? K. Nee, L. Ö. Ä. Nee, auch nicht. Hier das? Nee. Das. Ja, nein, nicht stinken. V. Nein. Was ist das? M ist Map. Okay. Zug. Geht nicht. Ja, das ist ja blöde. Ach, Igitt, hast du Sex mit Herk Senior gehabt? Na, Igitt, pfui Deibel. Das wäre schon eine Zumutung, mit einem Junior Sex zu haben, geschweige denn mit einem Senior. Komm raus aus der Karre. Scheibe ist kaputt, tut mir leid. Verdammt, dabei komme ich immer so auf Touren. Schätzchen, scheuer mir eine und nenn mich Shirley. Du bist gerade rechtzeitig zur Party gekommen. Und du hast Tulip unversehrt zurückgebracht. Jo. Also ich halte immer meine Versprechen. Brauchst du eine Pilotin, die aus 50 Fuß Höhe einem Erdhörnchen die Nüsse wegschießen kann? Dann bin ich dein Mädchen. Na Mädchen, na geht. Jederzeit. Guckt euch dieses bei Sonnenuntergang. Da macht Xander immer Yoga und ich sehe ihm dabei zu. Man hat nicht gelebt, wenn man diesen Arsch nicht beim umgekehrten Hund gesehen hat. Wie auch immer, danke, Schätzchen. Ich schulde dir was. Das gibt das abgefragte Weib an. Pfui Deibel. Ich muss wohl Grund sanieren, damit der Gestank verschwindet. Was ist hier? Spinnst du sowas? Nicht wegen mir. Sunnybäckchen, ne, finde ich doch unterwegs. Ach, ich weiß auch immer noch nicht, wie man Sunnybäckchen hergestellt. Wie stellt man Sunnybäckchen her? Hat jemand einen Tipp? Ach, Danger Boy, grüß dich. Wie stellt man Sunnybäckchen her? Ein guter Tag, um Rache zu üben. Ja, fliegen wir mit der. Gute Schützin und hat immer ihren Heli dabei. Wirklich eine Bereicherung für die Gruppe Deputy. Komm, Olivia, red mit mir. Die Patrouillen hat gemeldet, dass es einen Überlebenden aus dem Fangzentrum gibt, der es zu einem Bunker geschafft hat. Wir sollten nachsehen, ob er verletzt ist oder so. Oh Mann, sieh dir die Giftmaske an. Die Peggys müssen gestoppt werden. Können wir reden? Ja. Ist das zu fassen? Dieses Bliss breitet sich in der ganzen Gegend aus. Das ist Gift, das diese Typen von Eden's Gate überall hinbringen. Das Zeug gelangt in den Fluss und verseucht ihn total. Ja, bla bla. Siehst du diese großen grünen Container? Die sind voller Bliss und die Peggys verschicken das Zeug an irgendeinen wichtigen Ort. Wir müssen rausfinden, wohin und sie zerstören. Mein Life-Coach sagt immer, man soll Probleme in kleinere Häppchen aufbrechen. Also, Schritt 1. Ich weiß von einem Peggy-Laptop, mit dem wir diese Container verfolgen können. Und wenn wir sie haben, dann jagen wir sie hoch. Das ist da mit dem umgekehrten Hund. Der Hund hat sogar Adelaide draufstehen. Die hieß doch Adelaide, gell? Dave Fowler, genau, das ist er. Warum werde ich bei Gefahr bloß immer so geil?
Glaube nicht kotzen. Kann ich mir jetzt einen Hubschrauber holen oder steht diese Dreckskarre im Wege? Gib Hubschrauber. Ach, es ist die Karre weg. Gut. So. Seht ihr, bei mir leuchtet das grüne Licht. Oh, scheiße. Was ist jetzt so? Geh mal weg hier. Bei mir leuchtet jetzt in der Mitte das Licht. Der Schalter ist auch unten. Aber zumindest leuchtet in der Mitte das Licht. Und jetzt müssen wir es probieren. Aber bei mir geht's. Ich kann hier umschalten. Seht ihr das hier, wo es jetzt, wo es D ist, hier von Fahrzeug verlassen. Ich kann hier zwischen Dings innen her schalten. Bei der scheiß Möhre konnte ich es nicht. Okay, also es lag nicht an mir. Es lag an diesem bescheuerten Hubschrauber. So. Dr. Sarah Perkins. Klatsch nix, ne, das machen wir nicht. Und wir hier ist ein Brepper-Steck. Könnten wir uns eigentlich mal schnell holen. Erst wenn wir hier öffnen. Moment mal, ist die Alte jetzt bei mir eingestiegen oder was? Na gut. Ist die Alte bei mir eingestiegen? Warte mal, ich muss auch mal gucken. Ich glaube, die hat sich bei mir reingeschmuggelt. Geht, jetzt ist die bei mir im Flugzeug, im Hubschrauber drin. Glaubst du es denn? Wer will denn sowas im Hubschrauber haben? Also ich kann eigentlich nicht auf 100 Meter aus dem Hubschrauber raus die Nüsse wegschießen. Ach, hier sind wir wieder am Dings hier. Ich glaube alle getötet hier. Das sind wir wieder an dem Aussichtspunkt. Je schneller wir verschwinden, desto besser. Ja, wenn ich nicht stehe, kommt mir auch was hoch. Du bist ein typischer Adler. Nee, du bist kein Adler, gell? Nee, du bist ein dummer Geier. Ein Dugai. Bleib am Ball, Freunde. Ach, hab dich nicht so mädchenhaft. Hier ist gar nichts, Mann. Müssen rauskriegen, was da oben in dem Brepper-Versteck, was da steht. Sein Lager oben auf dem Raptor Peak aufgeschlafen, aber ich habe schon eine Weile nichts mehr von dem gehört. Von denen gehört, hoffentlich geht es ihnen gut. Es ist ein gefährlicher Aufstieg. Okidoki. Nee, ich glaube doch nicht, dass ich dann auflaufe, oder? Wo ist der Schrapp? Fünf, vier, drei, hat's auch ein Klingel gehabt. Ja, der Raptor Peak, der ist da oben. Oh, macht er, oh, ich glaube, der macht er, macht er da. Oder? Hallo, Herr Bär. Lauf, Bärchen, lauf. Ich glaube nicht, dass wir bis zu diesem Peak oben raufkommen. Das war ernsthaft ganz da oben irgendwie. Bei dem Adlernest. Ja, sieht gut aus.
auf geht's, Schätzchen. Ja, hier ein paar Schritte müssen wir noch krabbeln. Hä? Ja, bleibt mir ganz unruhig. Also hier ist mal rein gar nichts. Finde das Versteck. Na toll. Da unten vielleicht. Oh weiß Gott. Ich hab's gefunden. Ah, hier, Geld. 1, 2, 3, okay. Ich muss das auch noch mitnehmen. So. 3 Vorteilspunkte. Na gut, da braucht kein Geld, da braucht nichts mehr hier. Was ist denn jetzt? Setzt die alte sich laufend an, in den Hubschrauber rein. Okay, nichts zum Krabbeln oder was? Was ist denn das? Ach, das war die Statue. Hä? Das war die Papa-Statue. Ja, genau, das war sie. Angel's Peak. So. Leute, da müsste man eine Minute warten. Eine Minute, 10 Sekunden, 20 Sekunden. Ich muss meinen Tee schnell holen, bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Mach halt hier. Okay. Was ist mit dir, Breitarsch? Rein raus, ja. Legen wir los, Schätzchen. Ich will erstmal wissen, wohin ich loslegen soll. Das will ich erstmal gucken hier. So, wen haben wir jetzt hier? Da, hier. Oh nein. Sarah Perkins. Wer ist Sarah Perkins? Gib mir mal hier ein bisschen. Ach, jetzt kippt er das wieder so komisch. So, jetzt. Was? Die Gewächshäuser. Muss ich aber den Laden ausknipsen. Ah, okay, komm später machen. Ich suche eigentlich in Wilson oder wie er heißt hier. Guy Marvel. In Wilson suche ich. Was ist das hier? Ach so, das war die Dredge. Na gut, machen wir mal zu dieser. Nee, Sarah Perkins. Was war Sarah Perkins? Keine Ahnung. Auf geht's, Schätzchen. Ja. Drück drauf, Joey. Sowas findest du lustig, oder? Verdammter Nerd. Du findest es wohl lustig. Ich finde an deinem Gelaber überhaupt nichts Lustiges. Am besten machst du das Maul zu und lässt es zu. Die Instrumente hätten sie ruhig ein bisschen schöner machen können, gell? Guckt euch mal an, was die zementierten. Allein der künstliche Horizont, was da für eine Scheiße anzeigt. Der zeigt, dass du die ganze Zeit ja, so fliegst. Da hätten sie sich noch ein klein bisschen mehr Mühe geben können. Auch hier ein paar Zeiger wackeln lassen können.
Was war denn das? Sarah Perkins, was war denn das? Ich weiß gar nicht. Ich will einfach mal sinken hier. Das ist nicht üblicherweise irgendwo so eine verschissene Kirche. Nee. So. Ach hier, das war doch auch noch irgendwas. Da muss man auch noch irgendwas machen bei dem Turm hier. Man springt aus dem Flugzeug raus, sonst mache ich es. Hubschrauber. Henbein oder? Moment mal. Ist hier nicht schon. Ach ne, okay. Keine Zivilisten? Da kommt der Feind! Ach verdammt, jetzt habe ich Blut auf meinem Shirt! Ist die gerade rausgesprungen? Wie klöpst es denn? Die Olle ist gerade rausgehüpft. Und hat sie den Arsch hochgemacht. Und hat den Arsch hochgemacht. Die ist aus dem Flugzeug rausgehüpft, die blöde Kuh. Naja, da macht sie. Da labert sie wenigstens nicht mehr rum. Oh, das hier. Ach, das war die mit den Scharfschützen, was ich gesagt habe, mit den Scharfschützen irgendwie. Na komm, gehen wir mal runter. Au, hat mich jetzt da Motor erwischt? Ne, was hat mich da jetzt erwischt? Die Judge bilden Elite, elitäre Elite, bla bla bla. Die sind nur zerfetzt. Ja, beschädigtes Fleisch, beschädigtes Fell, ganz vergessen. Plattensammlung. Ich muss erstmal hier unten in Ruhe, ob man was gebrauchen kann. Aus dem Nichts. Ja. So was habe ich noch nie gesehen. Dumme Wölfe. Scheiße, ich dachte, ich wäre erledigt. Danke. Ich bin übrigens Sarah. Sarah Perkins. Hab ein Team von Artenschützern geleitet. Wir haben die Wölfe im Park untersucht und dann, naja. Haben wir diese Viecher gefunden? Es sind Wölfe, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Die Sekte nennt sie Judges. Größer, stärker, widerstandsfähiger als die andere Spezies aus der Gegend. Die Sekte hat versucht, mein Team dazu zu zwingen, ihnen zu helfen. Als wir uns weigerten, haben sie diese Dinger auf uns gesetzt. Eli und die Whitetails haben mich rausgeholt. Seitdem versuche ich, mich zu revanchieren. Ich habe eine Theorie dazu, wie wir diese Kreaturen mit der Sektenformel aufspüren können. Aber ich habe nur Leichen. Ich brauche einen lebenden Judge. Ja, das ist viel verlangt, aber es muss sein. Die Sekte richtet sie in einem alten Jugendlager ab, dem Breakthrough. Wenn du gehst, sei vorsichtig. Du musst direkt am Sägewerk vorbei. Die Sekte hat es abgeriegelt. Wenn du mir hilfst, kann ich vielleicht etwas entwickeln, womit du sie besser jagen kannst. Ich treffe dich im Lager, sobald es sicher ist. Zeit fürs Abendbrot. Aha. Okay. Nee. Sägewerk müssen wir erst noch befreien. Könnte man eigentlich machen, die Black, die Chess Black. Herausforderung habe ich. Luftangriff ist vorbei, okay. Verbrauchte Hemmo Dings da. Wie gibt's denn dann Punkte? 2, okay. So, wo sind wir denn jetzt? Mal schon erfüllt, okay.
Sabotage-Kills. Ach, immer noch. Takedown. Was? Kills? Ach, Takedown, 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 Takedown. Okay. Also fehlen mir jetzt noch die Sabotage-Kills. Das muss ich erst lernen. Sabotage. Was war denn Sabotage? Was war denn? Hä? Oder hier? Saboteur. Ja, kann mich dran erinnern, das war gar nicht so einfach, wie sich's anhört, gell? Was war das hier? Gut, das können wir auch mal machen. Okay, wo war's denn jetzt? Hier, gell? Ja, na komm, erwerb das mal, haben wir's hinter uns. Da haben wir's hinter uns. So, wo jetzt hin? Cheers, Chess, Chess Black. Chad Wolanski. Mhm. Ich sag mal, sind wir schon in Dings hier? George Wilson, da ist er. Der Wilson. Ich glaub's ja, will der. Ach, wir sind ja hier. Sind wir hier schon in. Sind wir schon in Josephs? Ach, wir sind schon in Joseph. In Jacobs Gebiet hier sind wir schon. In Jacobs Gebiet. Da wollte ich eigentlich nicht hin, naja, egal. Der Wilson. Für die, die es nicht wissen, Wilson war in Teil 3, Far Cry 3, Far Cry 4 und jetzt halt auch in Far Cry 5 mit einer kleinen Nebenmission. Ja, ich will runter und will den Laden ausknipsen. Ist das eine... Ach ne, ist bloß ein Sägewerk. Lass uns einen Hubschrauber stehen, kann man uns später wieder einkaufen irgendwo. Du wirst nicht mehr leben, stimmt's? Und du auch nicht. Oh, scheiße. Und du trägst die Höhle auch nicht. Hör mal auf, hier die armen Schweine da anzuknabbern. Sie überfahren die den Wetten. Keine Sorge, Hilfe ist bestimmt schon unterwegs. Na, ich bin die Hilfe, du Arschloch. Schon länger da oder was? So, Sägewerk. Okay. Falsche Blickrichtung, Arschloch. Oh. Da muss schon ein bisschen besser sein. Da musste schon ein bisschen besser sein, Arschloch. Hier bekannt vor. Ey, du hast deinen Kumpel verloren. Ey, du hast dein Leben verloren. Was ist das? Das ist eine Sprungschanze war oder was? Hä? Das war meine Sprungschanze, hä? Was? Oder eine Achterbahn könnte es auch gewesen sein. Da hängt ja einer.
Echt jetzt? Alles gut. Dieses fanatische Pack, da hängt noch einer. Dieses fanatische Pack, was ist denn da oben los? Das war bestimmt mal hier wie in Oberhof, eine Achterbahn oder Sprungschanze, wobei die Sprungschanze wird nicht gewesen sein, weil geht ein bisschen kurvig von der Sprungschanze, sehr kurvig von der Sprungschanze. Oh, ist da, was wird hier denn angezeigt? Was ist das hier? Hier wird nur was angezeigt. Krabbeln wir mal rauf, gucken wir mal. Lucky machen, irgendjemand zu Hause? Nö. Niemand hier. Ach, was haben wir in... Ach, wieder so ein Baseball. Hope County. Cougar. Hope County Cougars. Ah, ach, da kommen die Button her. Da hat er die Button her. Er hat nicht ausgedruckt extra für den Krieg. Ich habe gedacht, die hat er extra gedruckt. Handschriftliche Indiz, Eli, bla bla bla, du hast mich gebeten, Sägewerk, Auge zu behalten, alles klar. Lest euch das Ganze in Ruhe durch im Video. Wie Zeit muss sein, ein RPG 7. Plündern voll. Das ist doch auch schon was hier Sinnvolles, ne, sieht nicht so aus. Also ein Tank, den wir hochjagen könnten. Okay. Was hieß die eigentlich hochjagen könnten? Ich liebe es, wenn es explodiert. Wenn die uns jedes Mal wegen Terrorismus verhaftet hätten, wenn wir irgendwas hochgejagt haben, als Kinder und Jugendliche, müsste ich jetzt noch im Knast sitzen. Katze, lass das mal hier. Hör mal auf, Katze. Ich will nicht mit dir spielen, blöde Katze. Das Alarm gehen sie schon mal nicht. Nee, jetzt, oder? Wieso ist denn da nicht runtergerutscht? Wieso ist denn da runtergefallen, der dumme Hund? Das, ich habe noch gelesen, Wingsuit, habe gedacht, hä, wieso Wingsuit in dem Backboard tut? So ein Honk, jetzt starte ich wieder beim Dings oben, oder was? Nee, wo bin ich denn? Ach, hier bin ich, jetzt bin ich wieder hier. Ach, na, toll. Gut, gehen wir die Straße runter. Gehen wir halt die Straße runter, rutschen wir halt nicht einen Berg runter. So was Blödes aber auch. Bin ich da? Sehe ich mal nicht. Ich will mit euch zu spielen. Ich auf dem Gesichtern. Jetzt bin ich wieder auf dem Berg. Zwei auf einen Streich. Mit einmal daneben geschossen. Aber ich muss das Lichtlein erstmal ausschießen, fällt mir gerade ein. Das ist ja sicherlich wieder an, oder?
Oh, scheiße, das ist nicht. Hallo Bärchen. Wie war's Leben? Kurz und brummig. Pech gehabt. Was stehst du mir auch im Wege rum? Merkwürdig. Wieso ich da gestorben bin, das war doch eigentlich ziemlich schräg. Befreie das Baron Sägewerk. Ach, hier über die Kante bin ich vielleicht gefallen. Aber los. Nein. Guck weg. Du siehst mich nicht, du Schweineschwarze. Wer hat mich da jetzt gesehen? Welches Schwein, welches Schwarze? Was soll denn auf dem Dach stehen? Da hinten ist er, ne? Gesicht. Halt deine dumme Schnauze, du Arsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf zähle ich. Mach mal einen Nickerchen, Kollege. War doch gerade runtersteigender, Kollege. Das mache ich doch gerade. Nee, ich bin der Bauer und ich stille die Herde aus. Ich stille die Herde aus. Die Herde von Vollidioten. Ich sollte mal aufrauchen, das nervt mich die ganze Zeit, die Zigarette. Das wird immer wärmer zwischen den Fingern. Das ist nervig. Das ist ein Schwachsinnslaberer. Das hat uns gelehrt, dass sie dumm waren. Das ist unsere letzte Warnung.
Das ist unser letzter Kollaps. Wir müssen bereit sein für das, was danach kommt. Wir müssen bereit sein für das neue Eden. Kennt eure Aufgabe. Tut, was getan werden muss. Opfert. Und wenn der Augenblick schließlich kommt, werden wir bereit sein. Dünnen wir die Herde mal aus hier. Oh Scheiße. Den krieg ich nicht so einfach fort. Oder? Takedown? Nö. Oh, Scheiße, mit dem flüssigen Ziel. Jetzt wissen sie, dass ich da bin. Na gut. Alarm konnten sie ja keinen geben. Ach, da ist es doch, die scheiß Black. Geht's doch. Da gehe ich gleich auf die 8. Sag mal, ich habe da irgendwas ein Heft gesehen oder so. Oder war das jetzt der Bär? Ach ne, hier. Ich wusste, ich habe da was gesehen. Was war es denn diesmal? Neue Vegetationszone entdeckt. Ah, die Castellera oder wie sie heißt hier. Die Pflanze. Kevin Ellis. Ich suche gerade den Tresor, Leute, also wundert euch nicht. Warum ich hier so in der Pampa rumleite. Oh, das klingt garantiert wieder woanders. Oh, was war das hier? Das hier ist gerade geleuchtet. Ach, das Glühwürmchen, guck mal, ein Glühwürmchen hier. Das leuchtet die ganze Zeit. Der hat mal kurz aufgeleuchtet. Hübsch, da mitten im Grün. Ach, cool. Aber was habe ich früher an Glühwürmchen gesehen? Kennt ihr sowas überhaupt noch? Also ich spreche jetzt die Jugendlichen von euch an. Kennt ihr sowas überhaupt noch, Glühwürmchen? Habt ihr jemals ein Glühwürmchen gesehen? Also wenn ich mir so Deutschland angucke, habe ich das Gefühl, es gibt keine Glühwürmchen mehr. Wir hatten so ein Kino, so ein Freiluftkino hatten wir. Im Rosental nannte sich das. Weit und breit keine Rose, aber es nannte sich halt so. Und ey, da konntest du manchmal kaum den Film gucken, so wie Glühwürmchen sind da rumgeflogen. Das war der Hammer. Verschlüsseln, Schlüssel benötigt. Ich glaube, da drin ist er auch, der Tresor. Aber ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ha. Wo ist der Schlüssel? Schlüssel, das finde ich immer blöd. Da geben sie dir extra hier. So, ja, hier steht er so, hier in der Ecke. Da geben sie da extra so ein scheiß Schweißgerät. Oh doch, geht doch geöffnet, toll. Och, ich dachte, das geht gar nicht. Okay, dann will ich nicht gesagt haben. Weil da steht Schlüssel benötigt, da wollen sie denn eigentlich normalerweise immer so einen verkackten Schlüssel haben.
Ja, genau, ich nehme diese scheiß Pistole. Weil ich wollte diesen Ding hier anmachen. Ich weiß, dass ich das toll mache. Du bist meinen Lenden entsprungen, Sohn. Du brauchst mir nicht zu sagen, wie ich mich schlage. Dab Mensch Senior. Robin Senior. Ich bin Veteran, Geschäftsbesitzer, liebevoller Vater. Und ich will Senator für diesen Staat werden. Ach, dieser Chaot. Ich darf gar nicht an den Sohn denken. Das ist so doof. Wer bist du? Wer bin ich? Ich bin ich. I am I. Du kannst auf jeden Fall auf dich selbst aufpassen. Ach, hier liegt der Schlüssel. So. Eigentlich wollte ich ja irgendjemanden per Takedown platt machen. Ja. Oh, hier steht wieder was. Gefangenenplan. Was war das? 6 Uhr aufwachen, 18 Uhr abgeschlachtet werden. Warte mal, aufwachen, Anwesenheit prüfen, Leichen prüfen. Toll. Wer die Checkliste erfüllt, wird zur Abholung zum Zwinger eskortiert. Worte des Vaters, Gefangene und Käfige abspritzen, Abholung der Gefangenen am Haupttor, Nachmittagsgebet, gelobt sei der Vater, Nachtruhe. Ist das, wenn das nicht alles schon passiert wäre, wäre es ja gar nicht so eklig, gell? Wäre es halt ja, blöd bloß, weißt du? Aber man muss mal daran bedenken, dass das ja quasi so im Zweiten Weltkrieg so ähnlich passiert ist, streckenweise, gell? Also. So, komm, Jess. Ja, ich weiß. Du bist hässlich. Danke, dass du mich rausgeholt hast. Ich bin Jess. Wenn du dich hier draußen mit der Sekte anlegst, dann kennst du bestimmt schon meinen Onkel Dutch. Pass auf, ich habe nicht viel Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich war einem von Jacobs Fanatikern auf der Spur. Nennt sich der Koch. Ja, klingt nicht so gefährlich, was? Aber glaub mir, das ist ein kranker Typ. Hab ihn fast erwischt, aber eine Peggy-Patrouille hat es auf mich abgesehen. Ich brauche deine Hilfe. Diese Spur darf nicht kalt werden. Wenn du dich den Whitetails anschließen willst, ist das deine Chance. Und viel wichtiger, du hilfst dabei, ein übles Arschloch unter die Erde zu bringen. Wir müssen. Schon zu viel Zeit verschwendet. Mir nach. Hier lang. Ey, ich hab auch ein Buch. Oh, Moment mal, ich hab nur 5 Pfeile. Na gut, wir werden schon welche finden unterwegs. Die erzählt jetzt eine Geschichte. Da kommt ein echtes Kotzen. Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldiger, bei lebendigem Leib verbrannt. Hier habe ich nur 5 Pfeile, sag mal. Jess, gib mir mal drauf an deinen Pfeilen. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Dem ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von 2 Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, dass keiner glauben wollte. Ich laufe mal geduckt. Weil wenn ich stehend laufe, da ist die so zu schnell. Ich bin ja selbst geduckt schneller hier. Da muss ich schon immer Umwege laufen, dass sie... Ich will nicht an deinem Arsch schnuppern. Oh. Ey, spinnst du? Wenn die blöde Kuh nicht angefangen hätte zu schießen, wäre überhaupt nichts passiert. Nein, da steht er auf eben mit Shotgun vor mir und schießt mir mitten in die Fresse. Nee. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob ich das Ding hier verlasse. So. Gerümpel verkaufen, Schnellverkauf, war, Tab. So. Ja, okay. Na los, Schnöpfe. Na, diesmal nehme ich aber gleich das LMG in der Hand.
Das ist mir auch noch nicht passiert. Siehst du? Seine Visitenkarte. Unschuldige. Bei lebendigem Leib verbrannt. Ja, komm, wir dürfen ein bisschen schneller, Karl. Karl, da wollte ich gerade sagen, Jess. Die verdammte Sekte krallt sich jeden. Die zerren dich aus deinem Haus, aus der Bar, sogar aus der Kirche. Denen ist egal, wo du bist. Sie stecken dich in eine von zwei Schubladen. Schwach oder stark. Jacob baut sich eine Armee auf. Und jeder, der nicht für ihn kämpfen kann oder will, ist so gut wie tot. Die Herde ausdünnen, nennt er das. Massenhinrichtung Unschuldiger. Alle dachten, das wäre nicht wahr, weil es keiner glauben wollte. Ach Mann, was bleibst du noch da unten, die blöde Kuh? Mann, ich hätte jetzt so schön Takedown-mäßig plätten können. Nee. Wir hatten dich erschossen. Kommt sie. Jetzt kommt sie. Und dann ist da noch der, nach dem wir suchen. Der Koch. Er ist einer von Jacobs Lieblingen. Der, der die Reinigung leitet. Der Koch hat Jacob den ganzen Quatsch abgekauft. Aber jetzt kriegt der Wichser, was er verdient hat. Ja. Auch damit. Okay, wir haben es fast geschafft. War das schon hier? Ne, das war doch nicht hier, oder? Irgendwo sehen, aber dafür ein paar Eingesperrte. Behandelt Menschen wie Tiere, eingepfercht in Käfigen. Okay, ziehen wir das durch, aber halt den Kopf um. Wenn sie uns enden, sind die Geiseln tot. Hab ein! Scheiße, ist das nicht so mit dem Schleichen, was? Ach, da ist noch einer, den ich nicht gesehen habe hier. So eine Scheiße, die eine Geisel haben sie kalt gemacht. Ich glaube, ich habe was gehört. Wo denn nur? Ich werde sie hinrichten. Geh vor. Die richten den Rücken frei. Die richten niemanden. Wenn sie uns sehen, sind die Leute sofort tot.
Die richten niemanden ein. Du musst irgendwas tun, Tom. Hab ich doch gerade, tu ich doch gerade. Wo ist Nummer 3? Ich dachte, das war's. Danke. Oh ja, bück dich nochmal, Mädel. Eli ist der Einzige hier, der sich zur Wehr setzt. Ich glaube nicht, dass wir ohne ihn eine Chance gegen die Sekte hätten. Also, die Eltern an Pfähle gebunden und wollte den Kindern etwas Wasser geben. Und dann fragte er sie, ob sie Hunger hätten. Hör mal hier. Verhungern sagten sie ja. Und dann um Essen zu betteln. Wo ist die Blätter? Ich bin wieder da hinten. Hm? Das wollten sie. Also ging er zu den Eltern raus. Vorbereitet. Zog ihm die Schuhe aus. Das kleine Schweinchen ging auf dem Markt zu spielen. Und das Blut floss in Strömen. Der Koch grinste breit, als er den Kindern die Stückchen hinlegte. Hat er seine Mama und Papa auffressen lassen. Das ist sowas von pervers. Wo bist denn, Jess? Ach, hier ging's lang. Keine Schweinchen mehr übrig. Also lachte er und zündete die Eltern an. Die Luft füllte sich mit dem süßlichen Geruch von brutzendem Fleisch. Ich werde diesen Geruch nie vergessen. Als sie endlich zu schreien aufhörten, sah ich mich um und er war einfach weg. Verschwunden, wie eine Katze in der Nacht. Naja. Deshalb nennen sie ihn jedenfalls den Koch. Der Koch kocht doch gerne, gell? Kocht niemand mehr. Da kocht auch keinen mehr. Moin. Da verdampft. Mitten in die Fresse. Okay. Gehen wir doch mal runter. Nehmen wir mal das LMG. Neuer Flachwichser. Ups. Mann. Ich glaube, ich hätte auch so keiner überlebt. Stand doch nicht da, töte keine Zivilisten oder mach irgendwas hier. Dingsmäßiges. Vorsichtig irgendwie. Ups. Wo ist gerade LMG-Munition hier? Ja, den haben wir gerade angezündet. Warte, wo ist denn der Koch, die Drecksau? Hat sie den verdampft? Was jetzt, Jess? Was war's dann wohl?
Nein, ich will nicht nehmen, ich will diesen Arsch plündern. Grutzi Dirk noch einmal. Also das haben die noch nie so richtig in den Griff gekriegt. Das haben die noch nie so richtig in den Griff gekriegt, dass wenn ich irgendwo hinzeige, dann will ich das plündern und nicht hier irgendwelche Waffen, die hier irgendwo rumliegen, auflesen. Das haben die noch nie so richtig in den Griff. Ach, das war er hier, das war er, der Wichser. Deutsch hatte recht. Der Koch ist tot und ich fühle gar nichts. Ich wollte immer nur diesen Typen finden und jetzt... Ich weiß nicht was. Was soll ich denn jetzt tun? Mir hinterherlatschen. Ab und zu mit der Haxenbrät machen. Die Sekte. Wobei. Nee. Vielleicht liegt er ja auch bei dir, richtig? Wenn. Also, wenn du jemanden brauchst, der auf dich aufpasst, sag Bescheid. Und. Danke für alles, was du getan hast. Jazz Black. Könnten wir eigentlich gleich mal nehmen und tun wir irgendjemand erschießen. Was? Helferauswahl. Ach, die ist wieder mal da. Null Abschüsse. Komm, nur mal die jetzt. Okay. So, da kann die ein bisschen rummotzen. Wer ist denn das hier? Null. Die hat 16. So. Also, wie sieht's aus? Naja, ja. Nein, Deputy, meine Nichte ist nicht die freundlichste. Aber wenn du etwas schnell und einfach erledigen willst, ist sie genau die richtige für dich. Pass gut auf sie auf, okay? Sie hat eine Menge durchgemacht. Na, schießen wir mal. Prost. Er lebt doch, ne? Hab die Marshmallows vergessen. Hab die Marshmallows vergessen, sagt sie. War doch gerade auch noch einer. Dieses Arschloch hätte ich überfahren bleiben nicht. Hat die einfach überfahren. Halt, ich will den noch plündern. Was? Hier? Pfeil? Luft? Pfeil? Hier? Hä? Wo ist der Mark? Komisch. So, was ist denn hier? 485 Meter im Prepper versteckt? Da gehen wir doch mal hin. Ja, schon bin wir schon unterwegs treffen, den wir nicht leiden können. Oder irgendjemand trifft uns, den wir nicht, der da uns nicht leiden. Okay, geht's berg runter. Ein bisschen heftig. Ein bisschen heftig, Dolle, geht's hier berg runter. Den hast du im Visier, ist doch gar keiner. Ne, gefällt mir nicht. Das gefällt mir sogar rein gar nicht. Ja, das sieht besser aus hier. Mitten durch die Pampa latschen. Ich hab Ziele im Visier. Ich auch. Sprengt der Wolf. Gesprengt der Wolf. Den hat's verdampft. Ach, das war vorher, wo hier die Dings hier waren. So, wo war das Prepper versteckt? Ja, wenn ich mich rollen oder was? Oh, hier ist irgendwo hin, nach dem Auto, okay. Eine Überraschung. Bam! Weg, Bohrer.
Was? Da willst du dich schon verstecken. Du willst dich doch Kinder verstecken, du Arschloch. So, wo ist das Brabber Versteck? Muss doch hier auch schon sein. Moment mal, ich muss mal gucken. Ach, da drüben. Mal entwählen. Ach, da drüben, alles klar. Alles klar. Ja. Das findet darf's behalten. Leider ist uns dieser Arsch entkommen. Na egal. Mitten zwischen die Lichter. Was? Chess Black, Herausforderung abgeschlossen, Gesamtkills. Echt jetzt? Wie ist denn das passiert? Ach, fünf, müsste die, was, ach so, wie müssen die machen? Chess Black, fünf? Ne, wo steht denn das? Ach hier, ach, fünf müssen die jeweils machen, außer der Schießbürger, der muss Zähne machen. Und der Bube muss auch Zähne wegbeißen. Okay. Wo sind wir denn hier? Ganz bekannt vor. Die Ecke. Hä? Ach, in der Nähe vom Fängzentrum. Das existiert ja nicht mehr. Die Frage, knipse ich jetzt das Fängzentrum aus? Nee, komm, ich mach es mal bedingt. Danach mach ich das Fängzentrum. Was war das hier? Vornladen. Moin, was sind wir hier? Es steht ein Auto da, hier liegt eine Leiche. Also hast du diesen Irren jetzt getötet oder nicht? Was? Nee, Quatsch. Was denn lesen? Wir haben von Jacob den Befehl, Elliot und seine Familie aus ihrem Haus zu lassen. Sie sind schon zu lange ein Stachel in unserem Arsch. Vergiss nicht, in ihrem Bunker nachzusehen. Dort könnten sie sich verstecken. Tu, was immer du für nötig hältst, Billy. Hey, bist du da? Kann mich jemand hören? Ach, das ist einer von den Wichsern. Also irgendwie sieht es nicht so aus, als ob hier im Haus was ist. Das kann schon ganz schön sein. So ein Typ mit einer Waffe, da kann ich richtig Ärger machen. Er hat richtig Ärger gemacht. Kann man antworten? Reden? Nee. Wo ist denn jetzt das verkackte Prepper-Versteck? Im Bunker. Resist. Na komm, schick doch mal noch ein paar Leute. Ich warte schon drauf. Auch hier. Oh, was war? Ich kannte ihre Tochter Becky Elliot. Nettes Mädchen. Hat mir mal geholfen, einen Laden zu überfallen. Und konnten sie abhauen. Halt mir mal hier nicht überall.
die Brise rum. Oh, ich habe jetzt noch nichts Punkt. Ach, hier drüben ist noch drüben gerade was aufgeleuchtet im Suchgebiet. Ach, ich glaube, das ist oben, aber muss irgendwie hier irgendwie anders ran. Weil hier überall Stacheldraht ist. Ich glaube, du kommst hier gar nicht nach oben. Alles verbarrikadiert hier. Stand and fight. Bleib und kämpfe. So. Ja, wie kam ich jetzt hier rein? Gute Frage. War ja irgendwas, wo ich runterrutschen kann? Scheiße, Mann. Nee, einfach nur hier rein? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und da klappt das nicht. Doch, Schiss hier, gell? Nee, da klappt's nicht. Schlüssel, da brauchen wir wirklich einen Schlüssel. Und der ist, findet den Schlüssel zum Bunker. Und der ist irgendwie, Mädel, geh mal weg hier. Der ist wohl hier oben. Weste, Weste ist gut. Da liegt doch wieder so ein Flachwichser. Oh. Was war das? Ein Vietnam-Comic oder so ein Comic hier. Ja, ich stehe noch nicht wo. Deckung, wieso? Kommt jemand? Finde den Schlüssel zum Bunker. Nee, hier geht's nur rein. Ach, wo haben sie denn wieder auch schon wohin getan? Ach Mann. Ah, das ist jetzt merkwürdig. Finde Schlüssel zum Bunker. Warum ist das Fenster da drüben offen? Hier liegt er nicht irgendwo, ne. Warum ist das Fenster hier offen? Ach ne, was soll denn die Scheiße, ich will hier rein. Ist das derselbe Raum? Ach ne, das ist jetzt so. Oh, hier unten leuchtet irgendwas. Hier unten. Okay, Verstärkung ist auf dem Weg. Sollte jede Minute da sein. Ja. Richard, hier ist Eli. Geh an das verdammte Telefon. Du kannst da nicht bleiben. Du meinst vielleicht, dass du mit... Alles klar. Sollten bereits da sein. Es wird ein leichtes, diese Sünde auszuschalten. Wir haben Nahrung, Vorräte, Munition. Genug für deine ganze Familie. Können wir fliegen, ja, Stöcher, hä? Oh. Kann fliegen, guck mal an. Was? Halleluja! Ne, du? Schon Blut gekotzt heute? Oh. Hm? Heute schon mal verdampft? Hackfresse. So, die haben wir. Ja, ich wusste doch, irgendwie war das dingsmäßig hier. Wir haben wieder mal ein Feuerzeug gefunden. Was ist dazu geschrieben? Eins. Ach, das sind sie. Zwei, drei. Kohle. Ich hab Geld. Na. Nehmen voll, voll, voll. Oh. Ich wollte jetzt gerade die Dinger hier zerschießen. Keine gute Idee. So.
Ja, das ist ein Bunker, um, ja, keine Ahnung, was zu überleben, aber hier drinnen, jetzt 17 Jahre hier drinnen wohnen möchte ich nicht. Achso, Puppe. Bubi, komm, jetzt gehen wir hier, jetzt knipsen wir diesen Scheißladen hier aus. Das ist Wade aus dem Fang. Ja, alles klar. Warte mal, hier drin sehe ich gerade ein Versorgungsfahrzeug der Sekte. Was muss ich denn da eigentlich noch wegknipsen? Warte hier. Falsche Götzen, ne, diese Scheißdinger hier. Whiskyfluss. Nö. Da haben wir keine Nebenmission mehr. Okay. Dass du mich hast. Ach, voll. So, wir müssen jetzt 300 Meter in die Richtung kommen. Chess. Chess Black. Ich habe vorhin schon überlegt, was wird es denn hier für Fische geben? Was wird es hier für Fische geben? Sagt mir Leute, was wird hier leben? Schmeißen wir mal die Rute aus und finden es raus. Ach, ich habe schon gesehen, Regenbogenforellen, wie es aussieht. Zum Teil ihrer falschen Vögel. Ja, verschissen Regenbogen, Leute. Ja. So. Knipsen wir mal den Laden aus. Du. Katzel. Katzel ist es. Da ist doch schon wieder so ein Arschloch hier mit dem Flammenwerfer. Das Schöne war, dass dahinter noch jeder stand. Habt ihr das gesehen? Da stand einer direkt dahinter. Da hat er echt blöd geklotzt. Da hat er echt blöd geklotzt. Sieh mal, wie man das Zeug um die Ohren fliegt. Ja, so passiert das. Ein Flammenwerfer ist eine Scheißwaffe. Davy fucking Crockett lebt. Wer lebt? David Crockett. Oh, warte mal. Gucken wir erst einmal, ob wir irgendwo den Scheißalarm sehen. Baby. Ach, wo die ganze Zeit diese scheiß Figur brummt. Da sehe ich einen Alarm. Zwei Alarme. Und es fehlen nicht nur Menschen. Auch die Wölfe sind weniger geworden. Wie Alarm. Gucken wir mal, ob wir uns ausschalten können, die Alarme. Weil ihr wisst ja, normalerweise sage ich immer viel Kampf, viel R. Weißt du? Umso mehr Leute, umso besser. Aber. Du willst nicht mehr leben, gell? Nee. Naja, bleiben wir ganz unruhig. Feinde gibt es hier ohne Ende. Aber steht diesen Alarmknopf nicht? Na doch, jetzt sehe ich ihn. Das ist alles. Wo ist der Alarmknopf von hier? Ah, da ist auf der anderen Seite. Thank you.
Na sag mal, wo haben die den Alarmknopf? Keiner merkt, wenn du fehlst. Oder wenn du fehlst. Ah, jetzt hab ich ihn gefunden. Nee, den welchen? Orangen hab ich gefunden. So, Leute. Scheiße. Wieder weg. Scheiße, Peggy ist in der Nähe. Nicht so schlimm. Die wollen nur spielen. Arschloch. Arschloch. Was rammelst du mir vor der Nase, vor der Granate? Ja, das ist doch ausbreiten. Oh, Scheiße. Ja, nichts mit Alarm geben. Den hatte ich ausgeschalten. Please do not feed the animals. Hoch, wer ist denn da hier? Maxi, grüße dich. Wie geht's? Geht's? Draußen ist jemand, der vorgibt, ein Soldat zu sein. Er tötet unsere Brüder und Schwestern. Und ja. Dieses Projekt in Gefahr. Ja. Dieser Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Na und? Kommen dich holen. Ach, jetzt geht das wieder los. Ja. Naja, kann man quasi drauf warten, dass die kommen. Wo ist denn Munition? Wo ist denn hier? Das sieht jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Wo ist denn hier? Türski, ja. Na sag mal, wo ist denn hier? Da links irgendwo. Ich will noch aufmumpeln vorher, möglichst. Na sag mal, wo ist denn hier schon diese verschissene Bad? Ach ja, Mann. Könnten echt eine Hilfe hier brauchen. Ja, kannst du kriechen. So, ach hier, Schnellverkauf, geht so. Okay. Wie sieht denn hier langsam mal aus? Immer noch nicht? Stufe 4? Nein, das kotzt mich an. Erreiche insgesamt 4 Widerstandsstufen. Steht nirgendwo, wie du die erreichen sollst. Oder durch was du die erreichen kannst. Oder bescheuert. Das haben sie bekloppt gemacht. So, aufgemumpelt bin ich. Das könnt ihr mich holen. Ach nee, warte mal, hier ist noch ein Dings hier. Das will ich noch. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Ah, hier hörst du auch wieder was. Und nein. Riecht nach verbrannten Süffmucken. Das war jetzt der große Bär, der geschrien hat hier.
Ja. Und schon ist es soweit. Ich hasse es, so aus dem Spiel rausgerupft zu werden. Wirklich wahr. Check, ob die Fresse. Vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Ich würde gerne mal, dass mir einer unter dem Video schreibt, blende diesen Scheiß aus. Überspring den Scheiß. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt. Steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Jetzt geht es um die Jutgedudle los. Nein, du Arsch, komm mal auf mich. Schwor, du Kasper. Ja, ja, töten, töten, töten. Du mich auch, du Arschloch. Trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Weil ich noch lebe. Ach du Scheiße. Was? Oh fuck. Er lebt. Walker, los, hol den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, wer ist das? Yep. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Wolf's Den? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon.
Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Whitty und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion. Wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht. Die hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Hey, Alter! Ich habe eine Turnhose an. Seit wann denn das? Und wie ist denn das passiert? Wo ist denn? Steck dir die Waffe nicht weg. Ich liebe es, nachts draußen zu sein. Momentan ist es leider ein bisschen gefährlich. Oh, Scheiße! Du bist auf. Eli will mit dir reden. Jo. Erstmal plündern. Gibt's was zu plündern? Dafür wird mir Beatty was schulden. Ja, schon was zu mitnehmen. Ich will auch mal Action erleben. Jemand versohlt den Peggys ziemlich den Arsch. Das warst wohl du, oder? Ja. Wo ist denn die aufgelesen? Und wo zur Hölle? Wo waren das? Ach ne, hier war das, gell? Ach, ich wusste gar nicht mehr, dass ich eine Dings an Hose anhab. Eine Turnhose. Outfit. Gibt's ja langsam mal ein vernünftiges Outfit. Was wir uns leisten können, aber wir haben genug Geld. Ne, ohne die Kopfbedeckung. Was hatte ich noch immer von Outfit angehabt, sag mal. Ach, das hatte ich mal angehabt, genau. Das Former Outfit. Das hatte ich angehabt. Unruhestifter. Das passt doch zu mir wie die Faust aufs Auge. Unruhestifter. Na klar. So, stiften wir weiter Unruhe. Stimmt, das Schwarze hatte ich schon mal gehabt. Ich bin bloß beim Überlegen. Kopfbedeckung. Ach, die Brille sieht scheiße aus. Da ist ein bisschen angeranzt hier, der Hut. Nee, kommt, da sieht doch ein bisschen angeranzt aus. Ach, hier haben wir vernünftige Brillen. Zeig mal her, hier, was wir hier vernünftige Brillen haben. Ein bisschen dunkler. Ja. Na, rot sieht scheiße aus. Nehmen wir die, genau, die kaufen wir. Ja, die setzen wir heute nicht auf. So. Zurück. Haare. Und die ist auch ein was anderes. Die sehen alle so militärisch aus, die Haare. Und sie haben keine grauen Haare. Bin dann doch ein bisschen angekraut. Okay. Also diesen... Also Haarformen haben sie überhaupt nicht irgendwie. Ein bisschen Haarformen. Ich meine, nicht jeder hat so eine hohe Stirn. Die sind alle gleich. Das ist alles gleich. Ein bisschen dunkler, hä? Ein bisschen grauer. Menschen ein bisschen grauer. Komm, okay. Kopfbedeckung, Maske. Masken.
Nee, jetzt echt? Meine ich das wirklich im Ernst? Und das glaubst du doch wohl nicht. Ach, nee, zu ehrlich. Zu okay. Da bist du. Faith war Josephs Liebling, aber Jacob ist unumstritten sein zähester Soldat. Och, so zäh ist doch gar nicht, glaub mir das. Ach, hier geht's raus, glaub ich, ne? So, irgendwo wir zum Eli. Du siehst schon besser aus. Geh zu Eli, er braucht dich. Gleich den Gang runter. Eli Gang runter. Wartet auf dich. Nichts zu plündern hier. Sieh an, wer von den Toten zurück ist. Da bist du ja. Ja, da ist er. Eli Palmer. Mal lesen hier. Die Wildtails sind freigeboren. Sie werden alles tun, um zu überleben. Wir lassen nie einen Mann zurück. Wir leisten Widerstand, bis wir frei von Tyrannei sind. Ah. Und hier? Wie du sehen konntest, ist die Lage da draußen ziemlich übel geworden. Viti und ich haben überall in den Wäldern kleine Lager mit Ausrüstung und Vorräten versteckt. Wenn dir mal was fehlt, dann nimm dir daraus ruhig alles, was du brauchst. Wir Wildtails müssen aufeinander aufpassen. Eli. Du rappelst dich schnell wieder auf. Ja. Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn es so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt dein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Na, den haben wir schon. Bogen habe ich schon. Besser. Jetzt weiß ich nicht, ob sie je wiederkommen werden. So, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja. Wir haben zu wenig Leute. Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also, wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschaft da oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Mhm. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Jetzt halten wir dagegen. Diese Sektentypen können echt keinen Pfeil abschießen. Da drüben ist noch eine Mission. Lesen. Haltet das an und lest euch das durch. In ewiger Liebe, Mark. So, komm, grill mal den Vorhof, ich will das sehen. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Wheaty versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie.
Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Okay. Funkstille. Manche Leute haben Angst im Dunkeln. Ich nicht. Ich komm, grill ihn ein bisschen. Oh, schöne. So, wo geht's hier raus? Ich bin vielleicht süchtig danach, Peggys zu töten, aber immerhin nehme ich keine Drogen. Wo hatten die Leiter vorhin hingeführt? Das macht mich jetzt gerade ein bisschen kirre. Das will ich jetzt wissen. Wo waren die Leiter? Wir kämpfen uns allmählich voran, aber langsam wird es zäh. Wo waren die Leiter vorhin? Ich habe da vorhin eine Leiter irgendwo gesehen. Von Tieren zerrissen werden willst, dann komm nicht in den Orden. Eli mag dich, also musst du in... Ja, hier bin ich vorhin rumgelatscht. Hier. Hier. Wo zur Hölle führt die Leiter hin? Aha, hier gibt's... Ach, die führt direkt zum Hubschrauber-Dings. Alles klar. Alles klar. Alles klar. So, Helipad, alles klar. Leute, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Und ja, im nächsten Part geht weiter. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen rauf oder so. Ich sage an der Stelle mal Tschüss und weg, euer Sheradan.